Hallo meine Lieben, hier ist wieder Christian, der Auswanderlux, und im heutigen Video geht es um das Thema Leben in der Schweiz, Fokus auf mehr verdienen anstatt nur sparen. Das ist wirklich ein Punkt, der mir auffällt, der wirklich auch ein großer Unterschied ist zwischen Deutschland und der Schweiz, dass man hier wirklich weniger guckt, wie kann ich noch mehr sparen, wo kann ich noch mehr die Kosten senken, sondern wirklich, wie kann ich mehr Geld verdienen. Ein gutes Beispiel dafür wäre Sache tanken. Ja. In Deutschland ist es immer oder oft ein Thema, wo kann man am günstigsten tanken, wann kann man am günstigsten tanken, und dann ist es wirklich so, dass dann gesagt wird, so hey, an der und der Tankstelle, dienstags abends ist es immer am günstigsten und da musst du hinfahren dann zum Tanken. In der Schweiz habe ich dagegen noch nie einen groß darüber reden gehört, wo er denn tankt und so. Da tankt man einfach dann da, wo man gerade ist, wenn der Tank dann leer ist. Das ist so ein Beispiel, oder? Eben den Fokus mehr aufs Verdienen setzen und weniger aufs Sparen. Warum das auch besser ist, ist ganz klar. Der Hebel beim Mehrverdienen ist natürlich viel größer als beim Sparen. Beim Sparen ist man irgendwann an einer Grenze, einfach wo es einfach nicht mehr geht. Ja? Man muss zum Beispiel irgendwo wohnen, man muss vielleicht sogar ein Auto haben oder man muss etwas für die Mobilität ausgeben. Man muss auch was essen und so. Eben irgendwann ist es einfach erreicht und dann geht es nicht mehr. Ja? Beim Mehrverdienen ist es theoretisch aber unbegrenzt, zumindest theoretisch. Auf jeden Fall ist der Hebel dort aber deutlich, deutlich größer. Und eben, man kann ja sein Einkommen steigern, nicht nur durch den Lohn zum Beispiel, das ist natürlich auch ein Punkt, zu dem komme ich dann gleich noch. Eben das Einkommen steigern durch zum Beispiel Gehaltserhöhung. Man kann sein Einkommen aber auch steigern durch Nebeneinkünfte oder aber auch durch Investitionen, zum Beispiel in Wertpapiere, also sprich in Aktien, in ETFs, aber auch zum Beispiel in Immobilien. Und dann mal noch etwas, warum es in der Schweiz überhaupt so gut möglich ist, mehr zu verdienen. Hier werden einfach gute Voraussetzungen auch geboten, nämlich ein florierender Arbeitsmarkt. Hier werden auch hohe Löhne geboten und es werden auch niedrige Steuern und Abgaben geboten, zumindest in den meisten Kantonen. Und zum Teil sogar deutlich, deutlich niedrigere Steuern als in Deutschland. Was dazu führt, dass man dann halt ein hohes verfügbares Einkommen hat, das man dann für seine Zwecke einsetzen kann. Zum Beispiel kann man dann investieren. Ja? Investieren und dann ein passives Einkommen generieren. Das wäre zum Beispiel bei Aktien oder ETFs, wären das dann die Dividenden. Ja? Aber das natürlich, man kann es auch wachsen lassen, das ist eigentlich auch der Sinn. Wachsen lassen, wachsen lassen, wachsen lassen. Durch den Zinseszins wird das Wachstum immer schneller und kann dann sogar, wenn man wirklich kräftig spart, irgendwann die finanzielle Unabhängigkeit erreichen. Sprich, man muss dann nicht mehr einer Lohnarbeit nachgehen, sondern lebt dann von den Kapitalerträgen. Da muss man natürlich diszipliniert sein und auch dieses Ziel natürlich sehr stark verfolgen, damit das dann erreicht werden kann. Aber nur mal, um aufzuzeigen, was alles möglich ist. Ja. Und wenn man hier in der Schweiz lebt als Einwanderer, wird man dann ziemlich schnell merken, dass man hier halt, wenn man zum Beispiel jetzt investieren möchte, viel schneller an dieses Ziel kommen könnte, weil man viel mehr investieren kann und weil es auch gewisse andere noch gesetzliche Regelungen gibt, die das hier in der Schweiz auch noch vereinfachen. Ja. Oder verbessern. Es gibt zum Beispiel auch also Kursgewinne, zum Beispiel, wenn man jetzt eine Aktie verkauft, sind nicht immer, aber in der Regel steuerfrei. Das ist auch ein Vorteil für Leute, die halt in Wertpapiere investieren möchten. Ein zweiter Punkt, der auch in der Schweiz, finde ich, deutlich krasser ist, deutlich besser ist für die Arbeitnehmer als in Deutschland, dass hier nämlich die Weiterbildung von Unternehmen sehr geschätzt wird und das wirklich auch zu einer steilen Karriere führen kann. Ja. Weiterbildungen werden von den Arbeitgebern in der Regel geschätzt. Ja. Die zeigen natürlich Motivation und Leistungswille. Arbeitgeber unterstützen das auch oft, zum Beispiel durch Zeitgutschriften, aber auch durch Geld, also durch finanzielle Unterstützung. Und es ist wirklich ein richtig gutes Argument für Lohnerhöhung. Natürlich sollte man das mit dem Arbeitgeber dann absprechen, was ist überhaupt sinnvoll. Es bringt natürlich nichts, irgendetwas als Weiterbildung zu machen, was jetzt dem Arbeitgeber nichts nützen würde. Aber in der Regel spricht man ja darüber, zum Beispiel im Jahresgespräch. Und ja, also ich habe noch nie gehört von jemandem, der eine Weiterbildung gemacht hat, die mit einem
Arbeitgeber abgesprochen war, wo es dann nicht zu einer Gehaltserhöhung geführt hat. Ja, das ist einfach, der Arbeitgeber, selbst wenn er die gleiche Position weiterhin hat, er erkennt einfach, dass der Mitarbeiter an Wert für das Unternehmen gestiegen ist. Er bringt mehr Wert und verdient es damit dann auch, mehr Lohn zu erhalten. Und eben, wenn man in der Schweiz diesen Fokus setzt, auf mehr verdienen anstatt nur sparen, dann benötigt es natürlich eine richtige Strategie. Man muss mehr verdienen als Fokus setzen und dann ist der finanzielle Erfolg eigentlich praktisch sicher. Natürlich, gewisse Schicksalsschläge können kommen, das muss man immer berücksichtigen und es wird auch nicht, wie in jedem Leben eines Menschen, wird es nicht immer nur gerade nach oben gehen, sondern dann kommt auch mal eine Kurve nach unten. Aber auch das ist normal und hinterher geht es dann schon wieder nach oben. Also die Gesamtkurve zeigt natürlich dann immer nach oben. Ja. Und eben, und das ist natürlich etwas auch, was den Menschen gut tut und was auch zum Glücklichsein natürlich dazugehört. Wenn man jetzt, es gibt ja diesen Spruch, Geld macht nicht glücklich, aber ohne Geld ist man auf jeden Fall unglücklich. Und ich denke, das zeigt es einfach ganz deutlich, dass das eine gute Sache ist. Ja. So, jetzt interessieren mich natürlich wie immer eure Meinung dazu. Schreibt die gerne in die Kommentare rein. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.